Geladen. Ich bin geladen wie eine Doppelflinte. Ich hab mich extra gewaschen heute. Ist doch wahr. Da kommt man. Also ich muss, mein Freund hat immer gesagt, es kann der Schlechteste nicht vom Stehlen leben, wenn es dem bösen Nachbarn und den guten Nachbarn nicht gefällt. Ja, und mein Freund, das war ein ganzer, das war ein großer, important, ein imposant, das ist ein großer Kerl, der soll aus Büllesheim. Ja. Och, mein Freund, der hat ein Gesicht wie Klebstoff, wie Uhu, wie ein Kölzchen, wie eine Eule, ja. Ja, der hat eine Volkswagen-Nase. Er läuft und läuft und läuft, ja. Mein Freund, das ist ein Bugimist, ein Big, der hat zwei Frauen, hätte er. Ich sag, da wird er bestraft, hätte er, er könnte nicht bestraft. Wenn er wäre bestraft genug, der hätte zwei Schwiegermütter. Nee, und er sagt, er hätte nur Pech im Leben. Ich sag, wieso? Die erste Frau ist im Laufen gegangen. Ich sag, die zweite, das hätte die leider noch nicht. Und das ist eine, das ist eine ganze lange, schmale, lange Latte. Die ist Mara. Oh, was ist die Mara? Die ist so Mara. Die hat vorne nichts und hinten, das ist eine Einbahnstraße, ja. Nee, was ist die Mara? Ich glaube, die sitzt im Aufsichtsrat für Bodenstangen, sitzt sie, ja. Die ist so Mara. Mein Vater sagt immer, bei der Auferstehung des Fleisches kann die liegen bleiben. Ah.
Ja, ich habe einmal mit dir getanzt. Ich habe gedacht, das wäre so eine Spanierin oder so. Das wäre ein Kastinett. Was waren die Rippen, haben gerappelt. Mann. Das sagt sie noch, sie wäre Schauspielerin. Das glaube ich nicht. Da höchstens bei Wilhelm Tell verspielen. Die lange Latte mit dem Hut drauf. Moin, Frau Gessler oder so. Nee. Nee, so, und frech ist die, frech zu meinem Freund, sagt sie immer, sie will einen Pelzmantel haben. Sie, da hätte sie einen Rechtsanwalt heiraten müssen. Der macht das aus zwei Fälle. Nee, ist doch wahr. Ich fahre immer mit meinem Freund, der hat eine Triebjagd. Der treibt, der muss auf, der hat doch, ja. Wir jagen immer eine Eifel auf Hirsche, der läuft den Rehen nach, auch. Ja, das hat seine Frau nicht ganz gerne. Jetzt, wir haben letztens einen Hirsch geschossen, das Tier musste weg, es rochte schon. Jetzt. Ja, wir haben so Hirschrogo, so Stücke von dem Tier, haben wir gegessen. Ich muss was vom Geweih erwischt haben, war eine harte Stelle drin. Oh. Wir haben sogar einmal in Österreich ein wildes Schwein geschossen, ein richtiges wildes Ferkel. Es war ein männliches Ferkel, ein Eber, der stand so, seine Frau daneben. Die hatten Knie, seiner Familie. Ja, die hatte 8 Junge. Die kleinen Schweinchen immer so nach unten geguckt. Ich sag, guck mal, wie schön. Sette, ja, Sette, die gucken immer nach unten, kleine Schweinchen. Die schämen sich, weil ihre Mutter eine Sau ist. Ja, schon. Ja, jetzt haben wir dem Eber, dem haben wir eine gefletscht, gepenkt. Und ich sag, wie kriegen wir das tote Schwein über die Grenze? Jetzt haben wir dem einen Lodemantel angezogen. Hier haben wir einen Seppelut auf und haben neben dem Wagen. Hier setzt er so aus wie der eigene Jäger. Zollbeamter hat gesagt, haben Sie was zu verzollen? Hab ich gesagt, nee, der hat alles nachgesehen, nichts gefunden. Zum Schluss sieht er das Schwein so dumm an und grinst auch noch. Sagt, Sie können fahren. Hör ich noch, wie er zu seinem Kollegen sagt, du, das ist mir auch noch nicht passiert. Da hinten saß einer drin, der sah aus wie eine Sau. Wenn die Sonntagsmorgens noch frisch erwärmt, frisch an der Dinge stand und ich stand für dich, mein Schatz. Denn dann hast du in der Küche mir Platz. Jeden Sonntagmorgen gibt es das gleiche Spiel. Überall steht man im Weg, dort kriegt man ja zu viel. Suppe, Koffe, Äpfelschelle und Ablauf steht das Spür. Dann nehme ich mir meine Hut und kenne nur ein Ziel. Atta, atta, vom Papi, tata, tata. Wenn ich sonntags morgens am Brüch habe, ja. Brüch an der Gegenstand und die Stadt für dich, mein Schatz. Denn dann hast du in der Küche nie Platz. Aber jetzt hinein! Wenn ich sonntags morgens so früh habe, ja, will ich an der Dichter stoppen und ich stand für dich, mein Schatz. Denn dann hast du in der Küche nie Platz. Jawohl, Düsseldorf, ja! Noch für jeden. Ja, warte, ich bin heute Abend für die Kunst zuständig. Haben Sie Ahnung von Musik? Ja. Vergessen Sie das. Vergessen Sie alles, was Sie bisher an Kunst und Musik gehört haben. Ich steige Ihnen jetzt hier
Klassik in den Schuppen. So, damit wir uns langsam aneinander gewöhnen, habe ich Ihnen aus meinem umfangreichen musikalischen Reservat zunächst ein paar leichte Klamotten mitgebracht. Ich spiele Ihnen als erstes in Stereo. Ja, warte, ha! Meine Damen und Herren, ich brauche das nicht. Bitte, wenn Sie das nicht wünschen, gut, überschlage ich das. Ja. Da sind Sie mir sowieso noch zu jung für. Also wenn das hier nicht anders wird, wäre ich böse. Wir sind doch letzten Endes nicht auf einer Sitzung hier. Ich kann auch anders. Ich kann auch aus Deutschland nicht spielen. Da können Sie Ihren Wein aber im Stehen trinken hier, nicht? Ja. Ja. So, da Ihnen die ersten drei Dinger so gut gefallen haben. Also, wenn Sie mich verärgern, spiele ich überhaupt nicht, ne? Da sage ich Ihnen nur, was ich eventuell gespielt hätte. So, das wäre gespielt. Das nächste ist nur für Evangelische. So, das wäre auch erledigt. Also, ich sehe mir das nicht mehr länger an. Hier der ganze Tisch raus. Ist das der Dank, dass ich Ihnen hier im Schweiße meiner Füße eine Walze und am anderen in der Saal dürfe? Doch dabei habe ich so schöne Dinger hier. Hundedreck am Autoreifen gibt beim Bremsen braune Streifen. Nee! Was haben wir denn noch? Das nächste ist auch nichts für euch. Sagen Sie mal, meinen Sie vielleicht, mich fürchte euch vor sich? Ich komme nun zur Zugabe. Na gut, überschlage ich das auch. Ich kann Ihnen auch den Schneewalzer spielen. Aber wissen Sie was? Walzen Sie gefälligst Ihren Schnee selbst. Sie haben ja genug davon hier. Sind wieder im Revier. So haben sich in der Woll mit dem kleinen Fritze Goll, weil die Mampf und der meine Hoffnung ist. Und singen la 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 la, der Mann macht mich schon wieder richtig. Und singen la 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 la, der Mann macht mich schon wieder richtig. Wurde ein Knäblein hier geboren, dieses Kind war ich. Oberfüßchen, Dandelischen, Vati Schneuzer, Muttis Brüßchen, alle freuten sich. Weil ich nun kein Tönchen sagte, hinter noch kein Tönchen machte, fehlte noch etwas. Doch dann kam ein erster Brüll, Kinderchorexperte Knüll, hoch sein volles Glas.
ist hier Stimmung? Jo! Da wird sich gleich ändern. Was hat der Herr eine schöne Frisur? Jedes Haar hat einen Stehplatz. Nee, da treffen sich drei. Der eine, der war aus dem Ruhrgebiet. Der andere, der war aus Düsseldorf. Der dritte, der war aus Köln. Kommt der Ober, sagt er zu dem Ersten, na, was trinken Sie? Sagt er aus dem Ruhrgebiet, da bekomme ich einen Pilz. Wow. Sagt er aus Düsseldorf, da bekomme ich einen Alt. Ne? Sagt der Kölner, da bekomme ich eine Cola. Sagt der Ober, warum trinken Sie denn kein Kölsch? Ne, sagt er, wenn die anderen kein Bier trinken. Gossbier, 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 soll dir Freude winken, musst du einen trinken. Komm, setz dich her zu mir und trink mit mir ein Bier, dann wirst du schon sehen. Durst wird durch Bier erschön. Hast du mal erklommen die Lorelei am Rhein und hast du gewonnen mit deinem Lottoschein, dann gönn dir was Gutes und trink dir ein Glas Bier und trink dir was Gutes auf zwei, drei oder vier. Man hier zum Mund. Nur Jupp, der steht am Tresen und sieht belämmert aus. Für ihn gibt's hier kein kölsches Pilz und er will gleich nach Haus. Die Wirtin sagt ihm, lebe Jupp, ich weiß nicht, was du willst. In Köln ist das beste Bier, das Kölsch und nicht dein Pilz. Oh, Pilz, auf Kölsch ist ganz egal. Ganz egal! Wir feiern alle Karneval. Und stehst du nicht auf Bier und Wein? Auch egal! Nur Stimmung, ja, die muss sein. Nochmal! Ob Pilz, ob Kölsch ist ganz egal. Wir feiern alle Karneval. Und stehst du nicht auf Bier und Wein? Schwing trotzdem mit uns ein. Ob Pilz, ob Kölsch ist ganz egal. Wir feiern alle Karneval, die ganze Saal und am Rhein. Nur Stimmung, ja, wie muss sein. Schweine, Eisbein, Dippjuree, verlier ich den Verstand. Ebenso für Pudding mit Chili, vergess ich's Heimatland. Aber sicher, liebes Publikum, wenn man hier und heute mich schwingt, für die Schwestern da oder Brüder hier, von denen mancher singt. Wenn ich nur dir so verfressen wär, oh, wie wär das schön, dann wär ich vielleicht schon Millionär. Oh, wie wär das schön, aber weil ich auch noch versoffen bin, oh, wie ist das schlimm. Auf das Kapital, mir egal,
Alle wollen zu Schrank führen. Ich hab in der Sauna war ich, in der Gemm-Sauna. Kennt ihr die? Gemm-Sauna. Ja, was ist das denn? Eine gemischte Sauna war das. Da war ich auch so. Hör mal, waren da, eine, auch, was hast du? Waren da auch Frauen bei? Keine Ahnung, hatte auch nichts an. Also, da war eine Engländerin, English girl, a lovely girl, a lovely girl. Die kam von England bei London. Ja. Kennst du London, wo der Schnee nicht liegen bleibt? Ja, warum blieb dann doch in der Schnee liegen? Ja, ist es dann möglich? Ist es klar? Weil die einen Tower haben, Junge. Auf jeden Fall, die Engländerin hat zu mir gesagt, ich bin jetzt 6 Wochen hier, habe schon 30 Pfund verloren. Was hast du für das Mädchen gesagt? Ich sage, warum nimmst du so viel Geld mit? Ne? Und da sind wir bei der nach Hause gegangen. Da haben wir uns ausgezogen. Und da wollte die mit mir Adam und Eva spielen. Das war bestimmt schön, ne? Und das ging doch nicht. Warum ging das dann nicht? Ich hatte keinen Apfel. Und er hat sich vor mich gestellt und hat sie gesungen. Feeling. Oh, feeling. Ja, was heißt das dann auf Deutsch? Fühlens. Da, 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 da. La, la, la. Und dann hat sie mir noch ein Schlussgeschenk gemacht, eine Plastikflasche. Plastikflasche? Da stand drauf Wash and Go. Was heißt das dann da gemacht? Da hast du mich gewäscht, ich bin schon wieder gegangen. Was? Oder? Bist du auch wieder am Flirten? Ist ein Hobby von mir, ja. Du sollst dir lieber ein Beispiel an mir nehmen. Wieso? Ich bin 25 Jahre glücklich verheiratet. Immer fest dran glauben. Und ich schenke meiner Frau so ja zur Silberhochzeit ein goldenes Armband. Ein goldenes Armband? Ja. Gefangen, gefangen in goldenen Ketten. Man könnte auch so singen. Er schenkt seiner Frau ein goldenes Armband. La 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 la. Ist der beklar. Ich meine, ich glaube, ich schenke meiner Frau zur Silberhochzeit eine Afrika-Reise. Wie, so wie du bist nach Afrika? Afrika, ich so, pass auf. Ist es jetzt so? Was willst du denn, Fräuschen, dann ich zur goldenen Hochzeit schenken? Was heißt das schenken? Da hole ich dich wieder ab. Ladies and Gentlemen, Showtime! Strüße, Hützchen und Kamelle, einmal jetzt sehen, das ist schön. Strüße, Hützchen und Kamelle, und der Kopf voll Jäcketön. Schüttet hin und lass mal trinken, wenn es hin muss aus der Flasch. Ich schon Mittwoch ohne Binke, keine Penning in der Tasche. Wow! Und das muss sein, vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß. Bitte alle, dies muss sein und das muss sein. Vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß.
geht deine Frau alleine aus und kommt erst nächstes Jahr nach Haus. Und sie sagt, sie hat den Autobus verpasst. Glaube sie ihr und begrüße sie als Gast. Dies muss es sein und das muss es sein. Vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß. Dies muss es sein und das muss es sein. Vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß. Wenn früh der Wecker läutet, schrillt er wie verrückt durch das Haus. Ich weiß, was das bedeutet. Ich muss aus den Federn heraus. Was soll das, so ruf ich? Ich bin das jetzt satt. Ich kenne da jemand, der's viel besser hat. Ich hab den Vater rein in seinem Bett. Die Post geht mächtig ab, hier geht es laufend sehr zum Wohle, keiner macht euch schlapp. Wir feiern durch die ganze Nacht, die Stimmung hier ist groß. Wir trinken aus in einem Zug und brüllen alle los. Hey, hey, hey! Bis an der wackeligen Theke stehen und da einer schönen Frau ins Auge sehen. Und sie ganz nach nur schuften, das gibt mir doch den Rest. Da halt ich mich doch lieber an der Theke fest. Besser an der wackeligen Theke stehen und da meiner schönen Frau ins Auge sehen. Halt sie ganz nach nur schuften, das gibt mir doch den Rest. Da halt ich mich doch lieber an der Theke fest. Jetzt im Mode, das Dekolleté der Wirtin ist tausend Blicke wert. Die Blonde mit dem Pferdeschwanz hat mich schon längst betört. Hier wird geschwurft, getanzt, gelacht, bis der Boden bebt. Und plötzlich ruft er Willi laut, ne Freude, dass man lebt. Hey, hey, hey! Besser an der wackeligen Theke stehen und da einer schönen Frau ins Auge sehen. Als den ganzen Tag nur schuften, das gibt mir doch den Rest. Da halt ich mich doch lieber an der Theke fest. Besser an der wackeligen Theke stehen und da einer schönen Frau ins Auge sehen. Als den ganzen Tag nur schuften, das gibt mir doch den Rest. Da halt ich mich doch lieber an der Theke fest. Sehr zum Wohle! Prost! Mal spielt die Musik Tango, mal spielt sie Rock'n'Roll. Die Gläser sind schon wieder leer, hey, wir checken nochmal voll. Zwei süße Bienen sind bemüht, klein Karlchen aufzuklären. Dass morgen wieder Alltag ist, das kann uns heute nicht stören. Hey, hey, hey! Bis an der wackeligen Theke stehen und da einer schönen Frau ins Auge sehen. Hab den ganzen Tag nur schuften, das geht mir auf den Rest, da halt ich mich doch lieber an der Theke fest. Besser an der wackeligen Theke stehen und da meiner schönen Frau ins Auge sehen. Als den ganzen Tag nur schuften, das gibt mir doch den Rest, da halt ich mich doch lieber an der Theke fest. Dankeschön, ich liebe euch!
meine junggebliebenen Damen und Herren. Hallo, Freunde der Blauen Partei. Es ist eigentlich schade, dass Sie unseren letzten Bundesparteitag nicht miterlebt haben. Wir waren in einer Hochburg der Blauen in Steinhagen. Schon bei unserer Ankunft standen die Steinhäge auf den Tischen. Und wir hatten eine Stimmung im Saal. Dagegen ist das hier ein Pontifikalamt. Verlaufen ja unsere Veranstaltungen nie trocken oder nüchtern. Aber dieser Parteitag, das war ein Fest der Superlative. Sie werden lachen, ich habe Menschen gesehen und man muss sich darüber wundern, wie viel in einen Menschen hineingeht, wenn es nichts kostet. Da waren aber auch Leute dabei, die waren so überzeugend blau. Wenn ich denen freien Lauf gelassen hätte, die hätten nicht nur ihr Kreuzchen an die richtige Stelle gemacht, die hätten den Stimmzettel unterschrieben und zur Jahrspiel 77 angekreuzt. Ja, meine durchtrainierten Thekensportler, das waren noch Zeiten, da waren die Roten noch grün und die Schwarzen noch sauber. Weil sie mich gestern im Märchenwald verhauten, hab ich beschlossen, mich heute Abend zu outen. Jawohl. Ich gebe es offen zu, ich bin der Spender der CDU. Jahrelang hab ich im Märchenwald Flachs zu Jolt gesponnen und dann ist der Helmut Kohl gekommen und er hätt mit mir wie wild dat alle Kinderlied gespielt. Taler, Taler, du musst wandern, damit die CDU mehr hat als alle anderen. Der Helmut, der sammelt dich in seinem schwarzen Pott und jetzt sieht's er alles aus, ob Singer dicken. Aber jetzt war der Helmut wieder im Märchenland. Er hielt sein Köfferchen fest in der Hand. Da sangen die sieben Zwerge mit'm Schneewittchen hinter den Bergen. Helmut kommt mit schwarzer Kasse, gibt sie nicht mehr her, gibt sie nicht mehr her, hat den Schäuble sitzen lassen, Schäuble kann nicht mehr. Hat den Schäuble sitzen lassen, Schäuble kann nicht mehr. Ja, dann lief Helmut weiter in den Märchenwald und machte erst nach einer Stunde Halt. Er stand vor einem Häuschen, das war sein großes Pech. Die Hex rief Knusperknäuschen, da kommt Mr. Black and Cash. Ich will den dicken Braten, et Feuer ist schon gestoch, diesen christdemokratischen Paten und den Koch hol ich nächste Woche.
Da floh Helmut zu den sieben Raben, die sollten sein Köfferchen vergraben. Helmut sprach sie in Englisch an, weil er das ja am besten kann. This is money from old friends. I gave it safe in Switzerland, so I could my Wahlkampf pay against Red Bulls of SPD. And now I sing my super hit and all the Gürzenich singt mit. Ich bin der Tramp, Tramp, Tramp aus der Pfalz. Mir steht et Wasser, hebis an der Hals. Ich sage nix, nix, geb keinen Namen preis. Ach, wie gut, dat ich Rumpelstilzchen heiß. Ein Loch im Ozon, ein Kalf voll Hormon, die Nordsee vor Klapp. Der Matsch ist mit Schlapp, doch der Hering lief aktuell. Aua, der Knatsch verdutscht die Welt. Sa, 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 wir düsen im Winter mit alle Kinder zurück in die Südsee und haben dann Heimweh, weil keine Schnee fällt. Aua, der Knatsch verdutscht die Welt. Na, seh da, seh, seh da, seh ja. Oh, was hab ich im Kopf? Ich bin bekloppt. Ich blieb in dem Land und besöke den Tand. In mich kneip ja nicht zu Fuß, da bin ich zu Huss. Mache Kids an im Advent. Schwarze Schnüss ohne Akzent. Mir hätt's steht ne Kölle, was de Loven und Kamelle. Ich ruf vom Dom dat je Wimmel und auch der Kölsche Klüngel. Und ich tusch für kein Geld. Hier my wonderful world. Und ruf noch im Schloss Raymond Kölle. Nicht das Wunderbare, das schönste Plätzchen mit am Rhein, wo sagenhaft die sieben Berge dich laden zum Bewundern ein. Wo frohe Menschen sich bewegen, wo laut der Mädchen Lachen klingt, wo dir das Echo aller Wehen die Nixensang zum Ohre dringt. Die Symphonie, die Melodie, wer einmal da vergisst sie nie. Da, wo die sieben Berge am eines Strande stehen, kannst du die blonden Mädchen mit blauen Augen sehen und an die schönen Stunden denkst du dann tausend. Wo fröhlich sie marschierten durch
Herzen. Ich will das Glück nicht mehr. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen. Ja, was wären die Frauen charmant, wenn man in ihre Arme fallen könnte, ohne in ihre Hände zu geraten. Ja, vor 35 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich sie lieben gelernt und nach der Hochzeit habe ich sie fürchten gelernt. Ersten Krach hatten wir schon auf der Hochzeit. Sie wollte mich nicht mit aufs Hochzeitsfoto lassen. Bloß weil ich 5 Zentimeter kleiner bin als sie. Ich hatte Angst, die Leute hätten mich für ihren unehelichen Sohn gehalten. Ja, neulich hatte ich mal einen kleinen Unfall, da musste ich auch einen Fragebogen ausfüllen von der AOK. Da stand dann, sind Sie verheiratet oder verbüßen Sie eine andere schwere Strafe? Ja, und nun? Möge mir der heilige Konfuzius, der Schutzpatron der Büttenredner, beistehen. Ich werde euch jetzt mal mit ihr bekannt machen. Ich bete jeden Abend, lieber Gott, ich habe meine Frau sehr gern. Wenn du sie aber noch lieber hast, dein Wille geschehe. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal vor, ich hätte damals keine Trauzeugen gehabt. Wer würde mir heute noch glauben, dass ich mit dieser Nippfigur verheiratet bin? Diese kleine, impotente Erscheinung. Lang wie breit. Wie eine Zwiebel. Wenn man sich näher mit dem befasst, kommen einem die Tränen. Du siehst wieder aus wie ein alter Rokokotisch. Oben eine große Platte und unten krumme Beine. Ja, letzten Sommer waren wir noch mal auf Sylt. Und wie es der Zufall wollte, wir haben alles noch mal so angetroffen, wie damals auf der Hochzeitsreise, wohl, Gertrud? Ja. Der gleiche Strand, dasselbe Hotel, das gleiche Zimmer, alles genau wie damals, wohl? Ja, nur mit dem kleinen Unterschied. Damals hast du mir nicht Zeit gelassen, meine Strümpfe auszuziehen. Und diesmal hätte ich welche stricken können. Jetzt hat sich doch mein Mann eine Trophäensammlung angeschafft. Eine ganze Wand voll Geweihen von Hirschen und Rehen. Aber warum hast du ausgerechnet mittendrin ein Bild von mir da hängen? Ja, das ist der größte Bock, den ich in meinem Leben geschossen habe. Ja? Hello.
Binge Freund, der Spitze Franz, hat ein Jod gemüht. Warte, dat mäht Herr Jans, wie sich dat gehört. Wenn net jetzt viere jit, stellt er singe Mann. Kaum hätt er ein Glas verdrückt, da fängt er auch schon an. Nu setz du still parat, dat Schlüssel spitz gemacht. All die siebte Saar, rebe die Knoll. Wenn dat Hügel so wieder geht, da werde mir noch voll. Dann sind wir selig und machen unsere Knubbe freut, sind nicht krankelig. Denn wer dat ist, der geht uns leid. Ja! All die siebte Saar, rebe die Knoll. Während er des Morgens früh voll op Heimann schwenkt, Litzing Frau daheim im Bett, kritt ja bald kränk. Doch küt er de Dürerin, setz ich um ihr Bett, dann kann sie nit Gott wie sinn, wenn er zu ihr sät. Nu setz dich still parat, dann schlüss ihr spät, ihr Mann. All die siebte Saar, rappedi, rappedi, knoll. Wenn dat Hügel so wie neu geht, da werde mir noch voll. Dann sind wir selig und machen uns ne Knubbe freut, sind nicht krankelig. Denn wer dat ist, der geht uns leid. Ja! All die siebte Saar, rappedi, rappedi, knoll. Von St. Katrin, der hütet Schafe Tag aus, Tag ein. Er muss sie bewachen, was soll er sonst machen? Der Hirtenknabe von St. Katrin. Der und auf dem Berge von St. Katrin zählt er die Schafe Tag aus, Tag ein. Da merkt er beim Zählen, es tut ihm eins fehlen, dem Hirtenknabe von St. Katrin. Von St. Katrin mit seinem Kummer zum Mütterlein. Er sprach, liebes Mütterlein, wo mag bloß das Schäfchen sein? Vom Hirtenknabe von St. Katrin. Vom Hirtenknabe von St. Katrin. Die Mutter
von St. Kathrein. Du, du dummer Bengel, was fällt dir ein? Wie kann dir eins fehlen? Du kannst doch nicht zählen. Du Hirtenknabe von St. Kathrein. Von St. Kathrein in seine Kammer und schloss sich ein. Das hat ihn getroffen, er hat sich besoffen. Der Hirtenknabe von St. Kathrein. Wir sind die Straßenmusikanten, der stille Ort an jeder Eck. Wer hat gejellt und kein Verwandte und in der Liebe niemals Glück. Ihr fällt uns dann und wackeln Mädchen, dann backen wir die Gletschens aus. Dann singen wir, dann singen wir, dem Mädchen ins Gebirg. Alle Vögel! Die Vögelein von Titicacasee, die heben, wenn die Sonne lacht, das Schwänzchen in die Höhe. Ach Mädelein, wenn ich dich vor mir seh, wär ich so gern ein Vögelein von Titicacasee. Zwischen Bau und Nippes, in Berschein wie in Wesseling. Wir waren auch schon ins im Ausland, das war in Düsseldorf am Ring. Egal, wo wir auch immer spielen, ein jeder wünscht sich unseren Hit. Und hat ihr Lust, dann sind jetzt alle ins Bett. Die Vögelein von Titicacasee, die heben, wenn die Sonne lacht, das Schwänzchen in die Höhe. Ach Mägelein, wer ich dich vor mir seh, wer ich so gern ein Vögelein von Titicacasee. Die Vögelein, die Werbung steckt in einer tiefen Krise. Das ist auch klar, so wie die Lügen. Die Lügen ja wie gedruckt. Denken Sie mal an Ellen Beatrix, die Care Company. Ellen Beatrix, die Care Company. Ich war letztens da, ich habe keinen Mimbesen gesehen. Ja, oder vor 4 Wochen, plötzlich fängt das an zu schneien. Das schneit wie Jeck, das hört überhaupt nicht mehr auf. Innerhalb von einer halben Stunde unsere ganze Einfahrt weiß. 15 Zentimeter hoch Schnee, alles weiß, alles zu, alles dicht.
Habe ich angerufen bei der Volksbank. Meinen Sie, es wäre einer gekommen? Ein einziger? Von wegen, wir machen den Weg frei. Alles Lüge. Und dann regen sich die Leute ja kolossal drüber auf, dass die Spielfilme ständig durch Werbung unterbrochen werden. Ein Freund von mir hat mir erzählt, er hätte letztens Pretty Woman gesehen. Und gerade in dem Moment, als der Richard Gere sich der Julia Roberts so nähert, so auf 3,4 Zentimeter, und der Gere, der giert schon so, in dem Moment, zack, Werbeunterbrechung. Und da hat mein Freund gesagt, er an der Stelle von Richard Gere, er hätte sich das nicht bieten lassen. Genau genommen war die Geschichte so. Mir hat mal ein Freund erklärt, dass ihn diese Werbung stört. Immer wenn es spannend wird, wenn gerade die Dame ihr Negligé verliert, dann kommt Reklame, ihm könnte sowas nie passieren. Und wie um das zu demonstrieren, geht er zu seiner Frau, die gerade so dasteht, nimmt sie in den Arm, spitzt die Lippen und da geht sein Handy. Und dann kommen diese Werbeunterbrechungen so plötzlich. Man weiß gar nicht mehr, wann man die Kinder vom Fernseher wegreißen soll. Aber muss man, muss man. Werbung ist nicht gut für unsere Kinder. Man merkt das schon, die Kinder sind nicht mehr so nett, wie wir das früher waren. So der letzte Respekt vor den Eltern, der ist irgendwo verloren gegangen. Letzte Woche, meine Frau liegt in der Badewanne, beide Kinder stehen davor und singen. Eine Insel mit zwei Bergen, die da aus dem Wasser guckt. Wie drei dicke Wackelpudding, wie das blubbert, wie das gluckt. Packt die Mama dann noch Planschi rein ins schöne warme Nass. Macht das Planschen mit der Mama nochmal doppelt so viel Spaß. Es ist ja, mit Kindern kann man unglaubliche Geschichten erleben. Da war letztens ein Vater mit seinem Sohn in der Sauna. Die kommen wieder nach Hause. Mama schnappt sich sofort den Kleinen und sagt, und? Waren auch Frauen da? Ja, waren auch Frauen da. Und? Hatten die mehr Busen als Mama? Nö, auch nur zwei. Mit kleinen Kindern kann man Geschichten erleben. Ich könnte ihnen Sachen erzählen. Ich erzähle euch die Geschichte von einer, die ich kenne. Sie kommt morgens in der Glotze, wenn ich meistens noch penne. Da kann man sich noch prima um den Ehepartner sorgen. 9:30 in Deutschland, speziell am Sonntagmorgen. Doch dann wird man gerade von der Kinderschar geweckt. Meine Frau macht die Glotze an, pädagogisch korrekt. Da ist noch mal eine halbe Stunde Ruhe im Haus. Sie steht vor mir im Negligé und sagt, hier kommt die Maus. Oh ja. Man muss doch heutzutage, muss man froh sein. Heutzutage muss man froh sein, wenn man überhaupt noch einen Werbevertrag kriegt. Es gibt ja viele Firmen, die machen überhaupt keine Werbespots mehr. Die sagen sich, lohnt sich nicht, die Leute regen sich eh bloß drüber auf. Wir müssen die Werbung viel subtiler angehen. Und da hat es in diesem Sommer hat's ein Lied gegeben, da haben wir alle gedacht, das wäre Spanisch. Das war kein Spanisch, das war eine versteckte Werbebotschaft. Das kriegt man am Anfang gar nicht so mit, aber plötzlich ballert sich einem das so ins Kleinhirn. Dann kann man schon dran fühlen und dann denkt man sich, Mensch, das ist doch überhaupt kein Spanisch. Ich singe Ihnen das mal vor. Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch drei Dotter dran und oben drauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Ist zwar nicht so butterzart, ist mehr wie Gelatine. Musst du nicht auf Butterfahrt, ist billig ohnehin. Wird dir mal die Butter hart, dann nimm doch Margarine. Margarine. Backen ist Liebe und Sanella ist Backen. Musst du nur ein bisschen Mandel fein hacken. Ist Rezept ganz so prima mit den Schlacken. Abends Stückchen Kuchen kannst du morgens prima. Ei, Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch drei Dotter dran und oben drauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Sitzt man auf LKW auf großer Zuchtmaschine. Fährt rückwärts Bärchen auf mit der Serpentine. Mit richtiger Ernährung ist alles nur Routine. Margarine. Gute Party hatte bei mir nie geklappt. Hatte meine Frau gesagt, Jammerlappe. Heute sag ich mein Problem, Papalapappe. Mit dem Kuchen auf die Nacht, ich mach ich ganze Nacht nicht. Ei, Ramaletta, Botteram ist alles Margarine. Kommen noch drei Dotter dran und oben drauf Praline. Alles ist in Butter mit Sanella in Vitrine. Margarine. Wow! Thank you.
wir wissen, was wir am besten können. Am besten können wir über die Männer schenken. Und wenn das den Männern nicht gefällt, kriegen sie kein Sonntagsgeld. Sonntags morgens nicht immer noch am Frühschoppe und am Fußballplatz laufe. Das wünschen wir. Dass die Männer abends nicht immer so müde sind. Dass sie im Schlaf nicht schnarchen. Darum bitten wir. Gib den Männern die Kraft und die Stärke, dass sie wenigstens den Mülleimer tragen können. Darum bitten wir. Männer, ihr versoffene Löscher! Wenn wir heute Abend spät heimkommen, so bitten wir unsere Männer, lass uns ruhen in Frieden! Fastelovend ist unser höchstes Fest. Damit ihr immer daran denkt, bekommt ihr zum Schluss meinen Regen. Stars plötzlich fort. Ein Russ aus Köln, ob einem uralen Mord. Sie macht die Krähe halt richtig stolz wieder. Doch der Ü meinte nur,
keine Angst, der geht wieder. Und jetzt geht es los, hey! Blutwurst, Gold, schon ein lecker Mensch. Hat auch eine Gold, schön glücklich zu sehen. Blutwurst, Gold, schon ein lecker Mensch. Hat Pfingste nur in Kölle am Ring. Hück war er hin und moi Alter. Doch dann wurde dem Peter noch Monate klar. In der Zeit fehle, dann sag ihm sie Hetz. Da ist sie ganz glücklich und Kölle gewetzt. Yeah! Blutwurst, Gold, schon ein lecker Mensch. Hat auch eine Gold, schön glücklich zu sehen. Hier sind Kölsch und ein Flönz, ich hab lang grob gewahrt. Um Kirmes, dann hätt er jetzt kennengelernt. Nächste Woche alt wie 20 hier vier. Hey! Yeah! Blutwurst, Kölsch, schon ein lecker Mensch. Hat Buch, eine Kölsch, schön glücklich zu sehen. Nach keinem zu fragen. Wir haben kein Mann und kein Kind. Wir haben nach keinem zu fragen, weil wir nicht verheiratet sind. Denn wir sind kölsche Mädchen, Handspitze wächst ja an. Wir lassen uns nicht dran fummeln. Gegen die Männer, wir mähen sie vorspeier. Wir sind nur nicht leicht zu haben, ist der Nötscher liehen uns fehl. Denn wir sind deutsche Mädchen, Handspitze wird's ja an. Wir lassen uns nicht dran fummeln, wir lassen keiner dran. Denn wir sind manchmal ärgern, wir nehmen das gar nicht so schwer, denn wir sind kölsche Mädchen, an Spitze wird's ja an. Wir lassen uns nicht dran fummeln, wir lassen keiner dran, denn wir sind kölsche Mädchen, an Spitze wird's ja an. Wir lassen uns Chance.
bin ich sauer. Ich hätte bald kaum kommen können. Ich hatte heute Morgen einen schweren Unfall. Mir ist die Lohntüte auf den Fuß gefallen. Aber der Doktor sagt, ich hätte noch ganz schön Glück gehabt, dass mir nicht die Tüte mit der Abzüge auf den Fuß gefallen wäre. Oh, was bin ich sauer? Was meinen Sie, was ich zu Hause im Theater habe? Mein Elster, der Lappes, der hat doch in der vergangenen Woche tatsächlich sein Abitur bestanden. Oh, das ist doch ein dämlicher Hund, den nehmen Sie doch auf keine Baustelle mehr. Ja, und da dachte ich, meine Tochter, die hätte mir einen anständigen Freier ins Haus gebracht. Ja, vom Wegen. Die kommt da mit einem nach Hause, stellt den vor, sagt da, er wäre Maurer. 10,50 Mark in der Stunde. Ich prüfe das mal nach. Wissen Sie, was der Lappes war? Ganz gewöhnlichen Studienrat. Ja. Da soll man nicht sauer sein. Nee, wir kriegen ja auf dem Bau überhaupt keinen Nachwuchs mehr. Und krisse mal so einen, hasse nur Ärger mit. Unser Stift saß gestern Mittag um 2 Uhr in der Baubude. Fix und fertig angezogen. So, wo willst du denn hin? Wir haben doch erst um 5 Uhr Feierabend. Ja, sagte er, ich wollte mal ganz schnell ins Eros-Center. Hör mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kommt nicht in eine Tüte. Gut, sagt er, wenn Sie mich nicht gehen lassen, soll der Polier seinen Hut selber wiederholen. Ja. Ja, ich hab ja bei uns in der Firma, hab ich ja so eine Vertrauensstellung. Immer wenn Sie nicht weiter wissen, fragen Sie Tönne. Kommt der Bauführer zu mir, sagt er, Mensch, sagt der Tönne, ich bin ganz schwer in Verlegenheit. Stell dir mal vor, wir haben doch diese neue Brücke über der Ems gebaut und die haben wir ganz vergessen zu belasten. Was machen wir da bloß? Ich sag, Bauführer, nicht verzagen, Tönne Mörtel fragen. Sag, pass mal auf, du lädst sämtliche Schwiegermütter von Münster und Umgebung ein. Und die stellst du oben auf die Brücke drauf. Ja, sagt er, und dann, ich sag, pass auf, ihr geht da los. Wenn die Brücke hält, dann ist es ein gutes Werk. Und wenn sie einstürzt, haben wir ein gutes Werk getan. Ja. Das Lied der bösen Schwiegermama, sind alt und jung und selbst der Großpapa. Doch glaubt es mir, gar höflich ist es nicht, wenn man von bösen Schwiegermüttern spricht. Die lieben, guten, braven, sagt doch an, seid ehrlich jetzt, was haben sie getan? Wenn auch so mancher nicht bei ihr in Huld, dann ist der Mann mit dem Mann selber schuld. Als Diplomat geb ich jetzt meinen Rat. Hey Lisbeth, der Nacht ist noch lang. Hey Lisbeth, ich will mal nicht noch heim in mein Bett. Hey Lisbeth, der Nacht ist noch lang. Solang der Göbel's da Decke noch mit abgerechnet hat. Hey Lisbeth, will ich noch nicht noch im Bett. Solang der Göbel's da Decke noch mit abgerechnet hat. Elisabeth will ich noch nicht noch im Bett. Der Leo, der bezahlt der nächste Rund. Wir machen uns, wer bringt es hier Sonn? Hey, Elisabeth, ich will noch nicht noch heim in mein Bett. Yeah. Hey, Elisabeth, der Nacht ist noch lang.
falschen Bett. Elisabeth will ich noch nicht noch mit. Zu lange gewiss da nicht für noch mit abgerechnet. Elisabeth will ich noch nicht noch mit. Habt ihr gewusst, dass in Köln viel zu wenig geheiratet wird? Ja, es liegt daran, hier gibt es zwei Arten von Junggesellen. Typ A und Typ B. Typ A sagt, ich kann Frau hier noch haben, aber ich will nicht hier heute. Und Typ B sagt, ich möchte ihn hier oder mich will aber gehen Frau an. Und so sind das ganz arme Typen. Und wenn ihr mal so einen Typ B trifft, bitte, helft ihm. Helft ihm. Gebt ihm Unterstützung. Ich habe es bei Willibald versucht. Gut, Willibald war von Anfang an arm dran. Er ist mit 8 Schwestern aufgewachsen. Und Willibald ist noch ein Zinkwannenkind. Kennt ihr Zinkwannenkinder? Das sind ganz arme Kinder. Wie sah denn früher so ein Badetag aus? Man hatte doch nur 3 Dinge. Eine Zinkwanne. Eine Fischnadeltablette und ein kleines Eishamponkissen. Ja, ihr erinnert euch, das ist schön. Und immer wenn Willibald baden musste, waren seine 8 Schwestern schon vor. So saß dieser Junge in dieser lauwarmen Brühe. Boah. Die Perlzeit der Fichtenalterblätter ist schon lange abgelaufen. Und immer wenn Mutter in den Rest von den kleinen Eischamponkisten auf das Köpfchen drückte, sagte Willibald, hätte ich nur ein kleines Brüderchen. Nur ein Brüderchen. Und dieser Wunsch ist bis heute geblieben. Immer wenn ich Willibald treffe, sagt er, hätte ich nur einen Bruder. So, Willibald, da kannst du heute noch drankommen, da hast du 2 Möglichkeiten. Entweder schwarze Kutte. Oder grüner Hut. Willibald wählte den grünen Hut und wurde Schützenbruder. So, Willibald, Schützenbruder, ist ja toll. Da kannst du ja mit einem Schuss eine Königin bekommen. Du hast keine Probleme mehr. Da sagt Willibald zu mir, Spinne, kleine Schützenbruder, und ich freu mich immer wieder. Grünes Jäckchen, weißes Hemd, Haare schön gekämmt. So jung ich zum Schießstand hin und dann kühlt mir in den Sinn. Ich denk noch an das letzte Jahr, wie es da noch war. Bis Bass, der Mischmutz raff, ob ich das überhaupt schaff. Bis Bass, Fütsche, Ass, leider nicht geschafft. Bis Bass, der Mischmutz raff, doch was zählt der Bruder schafft. Bis wird es auf, leider nicht geschafft. Bis Paff. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht, hätten wir, bis man die Tür zumacht,
das Geld nicht durchgebracht. Viele Menschen schuften nur bei Tag und auch bei Nacht, haben nie im Leben einen drauf gemacht. Sie machen sich mit Freude und noch kinderisch viel Spaß. Und eines Tages haben sie dann noch Deckel auf der Nase. Doch ich möchte garantieren, uns wird das nicht passieren, denn Freunde, der Nacht, jetzt klatscht mal mit, das wäre doch gelacht. Hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Jawohl! Freunde, der Nacht, das wäre doch gelacht. Hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Mancher hat ein Haus gebaut, sogar auf zwei und drei. Und ein großes Konto hat er nebenbei. Er gönnte sich noch nicht einmal ab und zu ein Bier. Und die Verwandtschaft freut sich schon, das alles erben wir. Doch ich möchte garantieren, uns wird das nicht passieren, denn Freunde, das wäre doch gelacht. Hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Jawohl! Freunde der Nacht, das wäre doch gelacht. Hätten wir, bis man die Tür zumacht, das Geld nicht durchgebracht. Jawohl! Allemann steht für der Wirtschaftstür, der so jemand einen trinken lädt. Doch er hat viel zu wenig Geld, solange er uns hält. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß, aber keiner sieht der Allemann. Doch da gibt einer mit einem Bier und sprechen einfach an. Trink doch einen mit, stell dich still so an, du stehst hier die ganze Zigarre. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal, trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich still so an, du stehst hier die ganze Ziere. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal, trink doch mit und kümmer dich nicht drum. So mancher sitzt vielleicht allein zu Hus, der so jenens wieder lachen däht. Ganz heimlich, da wart he nur der Druck, einer zu ihm sät. Trink doch eine mit, stell dich dir so an, du stehst hier die ganze Zigarre. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal, trink doch mit und kümmer dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich dir so an, du stehst hier die ganze Zigarre. Hast du auch kein Geld, das ist ganz egal, trink doch mit und kümmer dich nicht drum.
als andere. Ja, das kennt man ja. Die Ecke haben doch bloß im Netz am Bande. Ja, und das ist wahr. Der wird im Bachnass und er wird getroffen. Der wird ein Nö und ein prima Bumm. Eine Woche keiner, keiner, der uns sieht. Prima fast, der Name dir weht. Eine Woche keiner, der ist gesoffen. Ja, der Pap war kein schöner Mann. Da konnte ja nicht für. Der hatte so eine Nase im Gesicht. Könnte so ein junger Mann bei ihnen und seht, wie kommen sie da dran? Seht der Pap, das kann ich dir sagen. Wie die Nase verjoffen wurde. Wenn ich in einen Augenblick zu spät gekommen. Und da lachen nur noch zwei da. Ding und Ming. Aber der Papp hätte Fräusche gefunden, hätte hier rot, nur Benz kommen können. Der Kund machen, was der wollte, kommen können. Selbst unser Pastor hätte sich eingeschaltet. Der ist nach Lourdes gefahren und hat einen Kätz angemacht. Für Kindersehen. Dies Tag war der Pastor noch uns bei uns. Nachdem wir jetzt 8 Pence haben. Seht ihr, wo ist dann der Mama? Ich sage, die ist nicht da. Seht ihr, und der Papa? Ich sage, der ist nach Lourdes, die Kätz ausblasen. Hätte aber nichts genützt. Der Pap rief uns Benz eines Tages zusammen, seht die Kinderchen. Demnächst kreist über unser Haus eine Klappe Storche rum. Der hätte einen Schwerkiss im Schnabel. Die schmiest er durch die Kamine runter. Ich sage, hoffentlich schiebt das keinen Krach. Der Mama ist nämlich hoch in Umständen. Wenn wir mit 8 Pence daheim in der Küche am Spielen sind, ist alles voll. Und genau in dem Augenblick, wo einer vom Rathaus kontrollieren kommt, geht uns Ende in der Küche zu watscheln. Wie seht ihr bei all der Pence halt übrig noch ein End? Ich sage, das ist kein End. Das ist der Klapperstorch, der hat sich bei uns der Föß aufgelaufen. Wenn es noch der Mann gegangen würde, die hätte noch viel mehr Kinder haben wollen. Aber der Pap wollte nicht mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mam, sie müssen ein bisschen reizen. Sie müssen ein bisschen fordern.
Tun Sie in das schwarze Klischee an. Legen Sie auf die Couch. Jetzt ziehe dann. Der Papp geht von der Arbeit heim, sieht sie da liegen, sieht der Oris jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hat der Mann wie geübt. Mit einem Rudenäcklische. Mit einem Blauenäcklische. So ja mit einem Jröne. Nix. Samstags ist so mit ganze Jan. Hat sie sich spudelblank auf der Couch gelacht. Der Pappgüterin sagt, der Mann fällt dir nix ab. Doch, sagt der Papp, das Hautfarbene steht am besten. Das möchtest du nur noch ins Bügele. Ich glaub, das stund ob nicht. Et sprach mich an, trinkst du mit mir ein Bier? Ich sag, lieb Mädchen, ich muss dich warnen. Lass de Finger weg von mir. Und all zusammen, ich bin eine Räuber. Bis früh am Morgen versüffle oft, was ich nicht han. Bloß eins behalt ich, das ist mein Freiheit. Die nimmt mir keiner, solang ich mich wehren kann. Ich bin ein Räuber, lieb Marienchen. Ich meine tück ehrlich, wenn ich sag, ich mag dich. Doch mal als kann das ganz anders sein. Das Marielche, der bloß lache und sagt, och, dat mäht nix. Morgen wieder mal Wiggersinn. Am nächsten Morgen, ich hat kaum de Öhlche ab. Sagt mir hätt's bitte, dich hättet erwischt. Hey, Marielche, ich han dich wirklich je. Das euch ne Zettel und küsse dich. Ich bin ohne der Räuber, Patron in Tunsch. La 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 la.
steht so dort zum ne Kölsche Jung, ne Kölsche Jung. Wer blieb, auch wenn, Herr Aldis Jung? Ne Kölsche Jung, ne Kölsche Jung. Ein Mensch, wat, aus Kölle gött, sögt sich ne Schatz am Ring. Weil die in der Männerwelt jetzt ganz besonders sind. Was löst du denn herum? Was geht das denn so Neues? Hä? Erzählen's jetzt. Was das Neues geht? Ja, was geht das dann? Das ganz Neue? Das Allerneueste. Ich kann wieder laufen. Wieso warst du da krank gewesen? Wir haben sich erst den Führerschein abgenommen. Sag, hör mal, warst du eventuell derjenige gewesen, der mit dem Schutzmann den Krach gehabt hat? Warum hast du den Mann dann in der Buch getroffen? Schutzmann? Ja. Buch getroffen? Ja. Wann? Gestern. Gestern? Ja. Kann ich doch nicht dafür, wenn der Jäck sich plötzlich rumdreht. So, gut. Da fällt mir aber auf, der hätte doch jetzt der Führerschein aufgenommen, ne? Führerschein? Ja, der ist weg. Der ist weg, ne? Aber jetzt musst du mit dem Bus fahren, ne? Mit dem Bus? Ja, der Führerschein ist da weg. Du musst jetzt mit dem Bus heimfahren. Mit dem Bus fahren? Ja. Das geht nicht. Warum geht das dann nicht? Überlegst du? Ja. Den kriegst du ja nicht in die Garage rein. Oh, bester Elektronischer Mann. Sag uns, machst du auch jen große Frau? Ob ich jen große Frau mache? Ja. Die sind mir zu groß. Die sind ja zu groß. Machst du denn kleine je? Ich bin selber klein. Einfach blonde, ne? Mach ich auch nicht. Schwarze? Nein. Schwarze? Hast du Schwarze gesagt? Ja. Schwarze? Ja. Mach ich auch nicht. Seine, ich habe doch gestern die Bitte getroffen, ne? Die Bitte?
Kleide? Ja, kennst du den? Der Kleid? Ja. Die Stinkdrüs. Ja. Der kenn ich, der kenn ich. Stell doch uns für den Güter mich an und will mir das sagen und fällt hin. Ist sie gefallen? Ja, ich bin hingelaufen und der Opio, wo da steht der da und kommt ja nichts mehr hin. Wo der wie blind? Genau so, sag, haben wir den aufs Spital geschleppt. Da, ne? Oh, jo, da, und im Spital haben sie dem so ein kleines Döschen gejoffen. Was denn ne Quatsch, ne? Ja, da waren aber zwei so ein Glassplitter drin. Du meinst, sie schon zwei Glasohren, ne? Ja, aber damit kommt der wieder die Zeitung lesen. Damit kommt der wieder singen? Ja. Mit den zwei Glasstöpschen? Genau. Kommt der wieder singen? Kommt der wieder singen. Und das soll ich gelaufen? Ja, warum dann nicht? Wenn das stimmt, habe ich auch einen Mann gegangen. Der ist mit dem Kopf in der Briefkasten gelaufen. Ja. Nicht der Daumen verloren. Nicht der Doktor den dorsten Kuh auszudrehen nicht. Ja. Und der gibt da 20 Liter Milch. Ehrlich, das ist Beweise. Keine Zeuge für. Sag uns, wer hat das da gesehen? Wer hat das gesehen? Ja. Der mit den zwei Glasaugen von dir. Was ist denn damit? Schnee. Was ist das? Das ist Ebenholz. Was ist das für ein Holz? Ebenholz, weil es Ebenholz ist. Komm, lass mal in der Rocke, ja? Ja, der geht für 4-4. A 1, a 2, 11, 11. Hey! Im Stadion, da knubbelten sich die Menschen, da war jetzt los. Da wurde sich ein Klopp am Boden gewälzt, ein Loch und ein paar in der Joss. Wir liefen dahin und wir wollten nicht sinn und wir grätzen dann da für die Bier. Ob einmal ihr schreit, da kommen noch zwei, ja, und das waren wir. Was ist das dann? Der Takt. Plötzlich stunden wir mitten im Spiel und der Sturm ging über uns fort. Wir riefen noch abseits, das nutzen nicht viel. Uns Kleider, die waren kaputt. Da suchen wir Ruht und wir kreischten der Wut und wir gingen heran wie ein Stier. Je schlagen, je trotte und kontra, je butte, ja, und das waren wir. La, 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 la. Hallo, da ist sie wieder. Was? Der Takt. Langsam kommen wir nicht mehr zurecht, es waren doch leider zu viel. Im Stadion, da ging es uns schlecht, wir kreischten zu schwer für die Brille. Und in dem Tumult, da warfen die noch mit Tomaten, mit Eier und Bier. Zwei Mann, die loten uns, da müllten uns, ja, und das waren wir. La, 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 la. Ja. Was heißt er denn jetzt als Peter? Ich ist so rübergerutscht. Ob einmal rannt alles wie wild durch den Ein und schnell wie der blitzende Eck. Wir waren ob einmal ganz allein und so sind betroppelt im Dreck. Die Schutzmänner kommen die Straße rauf, et darf keine lange sortieren. Die letzten zwei, die Hanse verhaft, und dat waren mir. Hey,
nimm mal den Quier ins Land der Knatter. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, den Quier ins Land der Knatter. Euer Weltraum Ernst grüßt jetzt den ganzen Saal. Ich bin, das kann man sehen, ein echter Astronaut. Ich habe mich im Orbit für Sie mal umgeschaut. Ich sah doch viele Sterne, doch die sehe ich auch hier. Hab ich genug Promille von Wein, von Schnaps und Bier? Heute ist Karneval, die Quere ist an der Platte. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, die Quere ist an der Platte. Mit der Rakete in meiner Umlaufbahn. Die Milchstraße, ihr Lieben, hat's mir nicht angetan. Denn Milch hat mich noch niemals als Kenner interessiert. Nur Sprit, der hochprozentig, hat mich stets inspiriert. Da geht die Post ab. Heute ist Karneval, der Klebitz an der Knatter. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, der Klebitz an der Knatter. Euer Weltraum Ernst grüßt jetzt den ganzen Saal. Na, dann der Aschermittwoch, dann bin ich leicht lediert. Dann gehe ich zur Basis, doch werde ich kuriert. Dann steige ich in mein Raumschiff hier in Kap Karneval. Ich rufe Knirri Knarri und starte mit nem Knall. 3, 2, 1, heute ist Karneval, den Quiritz an der Kante. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, den Quiritz an der Knatter. Euer Weltraum Ernst grüßt jetzt die ganze Zahl. Und nochmal, heute ist Karneval, den Quiritz an der Knatter. Da ist Stimmung, ja, da wackelt das Lokal. Heute ist Karneval, den Quiritz an der Knatter. Euer Weltraum Ernst grüßt jetzt die ganze Zahl. Ja, so viel Wein. Oh, Rosella, trinkst du den Wein allein? In deinem Garten Eden wächst doch der Wein für jeden. Und ohne Wein kann ich nicht sein. Oh, Rosella, der schönste Platz. In Köln am Ring bin ich geboren, ich han und dat liegt mir im Sinn. Ming Mutter sprach noch nit verloren, dat is jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an Ming Heimat denke, und sind der Dom so für mir stand, möch ich direkt ob Heim anschwenke. Ich möch zu Fuß nach Kölle jon, möch ich direkt ob Heim anschwenke. Ich möch zu Fuß nach Kölle jon.
und deit der Herrjott mich ins Rofe. Dem Petrus sahen ich alsdann, ich kann es ruhig dir verzelle, dat Sehnsucht ich nur Kölle han. Wenn ich so an mein Heimat denke und sind der Dom so für mir ston, möch ich direkt ob Heim anschwenke. Ich möcht zu Fuß nach Kölle jon, möcht ich direkt ob Heim anschwenke. Ich möcht zu Fuß nach Kölle jon. Ich hatte zu drei Dingen im Leben stets Vertrauen. Zum Wein, zum Lied vom Rheine und zu den edlen Frauen. Sie stimmten als Begleiter von Kindheit an bis heut, mich immer froh und heiter, drum sing ich alle Zeit. Rheinische Lieder, schöne Frauen beim Wein, was braucht man mehr noch, um glücklich zu sein? Rheinische Lieder, schöne Frauen beim Wein, was braucht man mehr noch, um glücklich zu sein? Müsste ich entsagen, nur einem von den dreien, wollt lieber heut als morgen ich gern begraben sein. Ich halte zu den Dreien, zu Frauen, zu Wein, Gesang, und werd es nie bereuen, mein ganzes Leben lang. Was braucht man mehr noch, um glücklich zu sein? Rheinische Lieder, schöne Frauen bei Main. Was braucht man mehr noch, um glücklich zu sein? Jawohl! Rheinische Lieder, schöne Frauen. Mir darum, glücklich zu sein. Ich habe alles, was ich will. Mein Jürgen Becker als mein persönliches, mein allerpersönliches, leckeres Funke-Mariesche. Jawohl. Thank you.
Kölsche sind mit dabei in Tahiti und Hawaii, so ja auf Bali und auf der Seychellen. Da denken sie beim Hula Hula noch an Köln, an Tonne in der Ohrenstamm. Am liebsten möchten sie zu Fuß noch Köln. Et Müllers Kett hat Jod gespart und sagt zum Nikolai, doch Kofferpack nicht lang geschwart, wo fliegen noch rein. Komm so stat Kett in Jumbo Jet, da rief die Stewardess. Die Müllers sind, ich fliege mit, schnallt an, dat geht fest. Da denken sie beim Hula Hula noch an Köln, an Tonne in der Ohrenstamm. Am liebsten möchten sie zu Fuß noch Köln. Und noch einmal der große Hawaii-Chor. Deutsche sind mit dabei in Tahiti und Hawaii. So ja, auf Bali und auf der Seychellen, da denken sie beim Hula Hula noch an Köln, an Tonne in der Oberstamm. Am liebsten möchten sie zu Fuß nach Köln. Herzlichen Dank. Diese Reisebüros, dieser Nepp. Ich fahr zum Königssee, gar keinen König gesehen. Ich fahr zum Mummelsee, gar keinen Mummel gesehen. Ich fahr zum Titisee, gar keinen Bekannten getroffen. Zum Königssee fahr ich sowieso nicht mehr hin. Eine Flasche Wein hat man nur getrunken. Vier standen auf der Rechnung. Das macht da bloß das verdammte Echo. Und meine Frau, die will da auch nicht mehr hin. Bloß wegen der Mücken. Verstehe ich gar nicht. Die war noch nie so umschwärmt. Nee, wir hatten da gezeltet, nicht? Und, oh, das war ein Surren da in dem Zelt. In der ersten Nacht, da sah die schon aus wie eine deutsche Behörde. Ja, es gab keine Stelle, die nicht bestochen war. Ich halte sie im Zelt nicht mehr aus, ich will hier raus. Ich sag, komm, dann geh mal in den Wald. Da sagt sie, guck mal da, da sprangen so ein paar Glühwürmchen herum. Hat doch keinen Zweck mehr. Jetzt suchen uns die Viecher schon mit der Laterne. Ich komm grad von Bayern wieder. Aber das war wieder eine Reise. Es klappte nichts. Von wegen reserviertes Abteil. Ich konnte nicht mal meinen Koffer loswerden. Da saß einer im Gepäcknetz und schlief. Den habe ich dann erstmal rausgeholt. Das ist, was wollen Sie überhaupt? Ich habe doch eine Netzkarte. Da habe ich ihm eine geknallt. Ich sag hier, ich habe eine Zuschlagkarte. Im selben Moment trete ich auf so einen Köter. Wissen Sie, so vorne und hinten, egal, wie heißen die Viecher noch so? Cocktail-Spanier oder so. Reißt er mir so eine Klinke in die Hose? Ich habe ihm sofort ein Stück Schokolade gegeben. Da meldet sich Frauchen. Das finde ich aber anständig. Erst reißt er ihnen die Hose auf und dann geben sie ihm noch Schokolade. Sie sind aber ein Tierfreund. Ich sage, Tierfreund, Tierfreund. Ich will wissen, wo bei dem Vieh vorne ist, damit ich ihm hinten eine reintreten kann.
Dummerne, Dummerne, Klare. Und die Karawane? Dummerne, 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 Klare. Hammernit, 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 Hammernit. Hammernit, 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 Hammernit. Oh je, so ne Dress, so ne Dress, so ne Dress. Oh je, so ne Dress, so ne Dress, so ne Dress. Und dann was jetzt? Jammer in den anderen Kaschen. Schön. Jammer in den anderen Kaschen. Fliegt zur nächsten kölschen Kneipe und fängt wieder sehnsuchtsvoll an zu singen. Jo! Dummerne, 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 Klare. Dummerne, 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 Klare. Hannever, 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 no Kapäne. Hannever, 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 no Kapäne. Ullema, 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 Ullema nit. Ullema, 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 Ullema nit. Und dann was jetzt? Jammer in den anderen Kaschem. Schön! Jammer in den anderen Kaschem. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan hat durch. Der Sultan hat durch. Der Sultan. Reist man heute, weil dort Sonne prima sticht. Kleines Auto, viele Leute, Motor schnauft und Feder bricht. Knappe 20 Kilometer, stopp! Die Seebohm-Schlange steht. Warten, weiter, halber Meter, erste Nacht vergeht. Da stehst du traurig wie Pick 7. Ach, wären wir doch zu Haus geblieben. Geht's auf Bergeshöhen, Alpenkurven, Nebelwand, Schneesturmstraße nicht zu sehen, Auto rutscht, Vergaserband, löschen, schaufeln, schieben, Hämmer, Sommeranzug, Panama, Zähne klappern, Morgen dämmert, endlich Schneepflug da.
da stehst du frieren, friedlich sieben. Ab wären wir doch zu Haus geblieben. Und dann singen wir aus voller Brust, die Ball ist doch, die Ball ist doch. Wenn wir an der Theke stehen, oh Heimat, wie bist du so schön. Und dann singen wir aus voller Brust, die Ball ist doch, die Ball ist doch. Wenn wir an der Theke stehen, oh Heimat, wie bist du so schön. Und dann singen wir aus voller Brust, die Ball ist doch, die Ball ist doch. Wenn wir an der Theke stehen, oh Heimat, wie bist du so schön. Ja, da hätt sich schon ein Pützchen auf jemand. Und der Jücke, und der Drücke, der ist ja mal um Äpfel geschlagen. Jetzt zusammen! Auf jeder Veranstaltung gehört ein schöner Mann. Hier bin ich. Ich hab nur Pech gehabt vorher Woche, nur Pech. Montag zieh ich mein Hemd an, reiß den Karrenknopf. Dienstag pack ich die Aktentasche, hab ich den Griff in der Hand. Mittwoch schlag ich in der Nadelwand, bricht der Stiel ab. Donnerstag trink ich ein Bier, hab ich nur noch den Henkel in der Hand. Meinen Sie, ich habe am Freitag noch Mut gehabt, alleine Pipi machen zu gehen? Nur Pech!
Ja, hier ist was los. Draußen an der Theke habe ich schon zwei A-Klasse-Warenfahrer getroffen. Sagt der eine, sollen wir einen kippen? Ne, ich war in so einem Autohaus. Ich hab gefragt zu dem Verkäufer. Ich sag, haben Sie so einen A-Klasse-Waren als Probewaren da? Sagte, nein, im Moment haben wir keinen da. Aber wenn wir einen reinkriegen, legen wir ihn einen auf die Seite. Nur Pech! Ich war jetzt noch auf der Beerdigung. Nur zwei Mann sind mitgegangen. Der Ehemann und der Hausfreund. Der Ehemann war ja noch gefasst, aber der Hausfreund hat geheult. Der hat geweint. Hat der Ehemann ihm auf die Schulter geklopft, hätte beruhigt dich, ich heirate noch wieder. Ich war vorige Woche mit meiner Frau im Wald spazieren. Plötzlich stand eine Fee vor mir. Sagt die zu mir, du warst immer lieb und anständig. Du hast jetzt einen Wunsch frei. Habe ich gedacht, dann möchte ich ja eine 20 Jahre jüngere Frau neben mir haben. Schwupps, war ich 80. Was ist mit dir, Don Cosacco? Was hast du so weiße Ohren? Hast du deine Mailbox abgehört? Ja, ihr lacht hier und feiert hier. Ich habe einen Freund, der ist bei der Gewerkschaft, der hat viel gefeiert, meistens krank. Der hat jetzt eine Idee gehabt, hat gesagt, alle Deutschen über 55 brauchen nur noch 4 Stunden am Tag zu arbeiten. Hat den einer gefragt, wie lange müssen denn die arbeiten unter 55? Das überhaupt nicht. Die müssen warten, bis sie 55 sind. Ist was los hier? Der sah genauso aus wie der Schupo, der mich angehalten hat. Das war ein Bayer. So mit dem Pinsel am Hut, so ein Stäuber am Kopf. Da kommen Sie mal raus aus dem Auto. Sie sitzen mit 5 Mann im Auto. Sag, Herr Wachtmeister, mein Auto ist für 5 Mann zugelassen. Da kommst du raus, zeigen Sie die Papiere. Ich zeig dem die. Da haben wir es doch, Quattro. Sag, Herr Wachtmeister, mein Auto ist für 5 Mann zugelassen. Da steht's doch, Quattro. Sag, jetzt will ich aber sofort Ihren Chef sprechen. Sag, regen's den nicht auf. Regen's den nur nicht auf. Der hat soeben einen mit Fiat Uno erwischt. Da saßen sie mit 3 Mann drin. The fire.
schöne Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und dumm je lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mi Lieblingskölsche heißt Kölle Allah. Wir klatschen zusammen und keiner ist da im Vorderen. Wenn du heute nicht in der Stimmung bist, lass doch alles so sein, wie es ist. Wir wollen trinken, doch einen trinken, weil man die Sorgen dann vergisst. Fühlst du dich manchmal auch so allein? Glaub mir, das braucht denn gar nicht zu sein. Denn heute Abend gehen wir feiern. Die ganze Welt ist ein Verein. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen. Tanzen, singen im Saal oder Zelt. Nicht alleine, denn das will keiner. Uns gehört die ganze Welt. Und dann morgen wird heute gelacht. Wir feiern weiter die ganze Nacht. Lasst uns heben, einmal schweben. Und dabei wird nur gelacht. Und dann die Hände. Zusammen und keiner ist allein. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Wir klatschen zusammen und kommst du zum schönen Münster in unsere alte Stadt, die so schöne Kneipen und lustige Menschen hat. Unter den Bogengängen treffen sich alt und jung. Bei den lustigen Klängen kommt ganz im Schwung zwischen Rathaus und Lamberti, wo die schönen alten Giebelhäuser stehen. Zwischen Rathaus und Lamberti, ja, da bummelt, bummelt, bummelt sich's so schön.
Schong einen Pau. Oh, wie schön. In dat mit assing Frau. Ja, warum denn auch? Er drunger er, er drunger zwei. Du vorne 20 Jahr. 36. Des nah zum Haufer eng. Her ob her im Eien. So schön gerad. Et fing hau ob im Gewart. Ein hau am de Wort gesagt. Du fieser Möb, der du da bist. Komm ja nicht nahter an mein Püß. Du stinkst aus deiner Hals nach Sprit und hasse ihr sicher so weiß wie Kniet. Je leichter schnapp ich mir ein Grüll und hau dich damit auf de Tüll. Och, Herrmann, bin ich kollisch dran mit so ne besoffenem Mann. Ja, wenn du Yeah.
Stunden, da geht jetzt zusammen. Dabei mit mir raten, die nach angefangen. Ja, was hiedet dann Schönres im Leben, als gemütlich am Tresen zu kleben? Noch ein Schabau mit der Himmelblau, alles ist am Singen. Und versuch singen, Rhythmus zu fingen. Und wenn er doch nicht so richtig gelingt, scheiße ja, wenn die Stimmung nur stimmt. Ja, wahlhalber ein, komm, schäpp noch uns in, so schön wie das nie wieder sind. Nach kein Lust, nach Hust zu jahren, wo mein Herz so schön ist da, wir finden da weg zu Jans allein, so wie so jetzt nicht mehr hey. Noch kein Lust, noch Hust zu jahren, oh, nicht jeden noch viel zu dumm. Wir sind doch nicht jeck, das Zeug, das muss weg, solange es noch schmeckt. La. Wir finden doch weg zu Jans allein, so wie so. Jetzt nicht mehr hey, noch kein Lust, noch Hust zu jung, ohne Tier noch viel zu dumm. Wir sind doch nicht jeck, das Zeug, das muss weg, solange noch schmeckt. Wir sind doch nicht jeck, das Zeug, das muss weg, solange noch schmeckt. Und das Lisbeth, die Dele sich ein Bett. Schon sich 20 Jahr dasselbe Spiel. Jeden Abend der Köpke und dann noch ein Spielfilm. Was zu viel ist, ist zu viel. Das Lisbeth, die Stricke, der ein sich ins Recken. Hückte da, wo wieder ganz schön hat. Sag wie das jetzt Neues, außer dem Halle. Heimat gehen ab, zwei, ab und sehen, wisst ihr was? Hey! Finale erklingt.